Wir sind Mona und Jens und wir sind auf der wunderschönen Malediveninsel Angaga. Hier beginnt und hier endet die Traumreise auf der Malediveninsel Angaga. Genau mit diesem Boot wird man die letzten Meter bis zur Insel gefahren. Was wir als allererstes machen, wenn wir auf Angaga ankommen, wir gehen zur Main Bar und bestellen uns zwei Diet Coke und die trinken wir dann hier mit Aussicht aufs Meer. Unsere Urlaubstage auf dem wunderschönen Südari-Atoll beginnen wir immer sehr früh, bereits zum Sonnenaufgang mit einer Tasse Kaffee am Strand. Irgendwann muss man ja mal aufstehen. Auf den Malediven ist es mittlerweile zu einem Urlaubsritual geworden. Ein richtig schöner Sonnenaufgang. Die Sonne gewinnt sehr schnell an Kraft und wir gehen daher erstmal am Strand entlang zum Frühstücksbuffet. Das Gebäude, was wir hier sehen, das ist der Speisesaal für Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und man hat dort einen fest zugewiesenen Platz und auch die ganze Zeit dieselbe Bedienung. Nach dem Frühstück laufen wir auf jeden Fall eine Runde um die Insel. Mit Glück findet man auch angeschwemmte Fische, aber dazu später mehr. Eine Inselrunde, das sind ungefähr 900 Meter und die läuft man in 12 Minuten. Ja, der Februar ist doch eine echt tolle Reisezeit. Man sieht, es sieht echt aus wie auf einer Postkarte. Einfach traumhaft schön. Kleine weiße Wölkchen, absolut leuchtende Farben. Das sind die Malediven. Es ist noch früh am Morgen. Das Gute ist, jetzt kommen hier endlich mal ein paar Schnorchler. Und genau hier neben dem Steg, da ist auch der beste Einstieg, insbesondere für Leute, die das erste Mal auf Angaga sind, ist es gut zu wissen. Das kriegt man nämlich bei Ankunft leider nicht mitgeteilt. Wir werden sicherlich auch gleich unsere Schnorchelsachen anziehen und ich hoffe, dass ich Mona von ihrer Schaukel wegbekomme. Ja, Mona hat leider die Schaukel hier für sich entdeckt. Das heißt, es wird jetzt alles ein bisschen schleppender gehen, bis wir dann endlich morgens unseren Schnorchelgang beginnen können. Hier vorne, direkt an dem Steg, da ist auch eine Karte von der Insel und auch eingezeichnet, wo man reingehen sollte, beziehungsweise wo man halt eben nicht schnorcheln gehen sollte. Jetzt geht's zur ersten Schnorchelrunde am Morgen direkt am Steg in dieser traumhaften Unterwasserwelt. Man kann sich kaum entscheiden, ob es unter oder über Wasser schöner aussieht. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt kalte Getränke von der Bar. Ja, ich gönne mir jetzt erstmal eine schöne, eiskalte Cola Light hier am Strand. Also mittags ist es schon ideal, wenn wir dann kalte Getränke aus der Bar direkt bei uns im Kühlschrank gelagert haben. Mittags nutzen wir den schattigen Weg zurück zu unserem Bungalow. Hier nochmal die Lage der Strandbungalows. Fängt bei 101 an vorne. Die stehen schon recht nah beieinander. Allerdings hat man halt jeder für sich ein einzelnes Häuschen und seine zwei Liegen plus die geliebte Schaukel. Einige Strandbungalows stehen halt wirklich sehr schattig. Allerdings versperrt dann auch der ein oder andere Busch tatsächlich ein bisschen den direkten Blick aufs Wasser. Aber ich glaube, die sind sogar teilweise wirklich sehr beliebt, weil man sich halt gut raussetzen kann, wenn man mal der Sonne aus dem Weg gehen möchte, so wie hier zum Beispiel. Im Inselinneren hat man das wirklich auch sehr schön angelegt, mit kleinen Teichen, mit Seerosen. Dann kommt dann ganz gerne der Reiher und auch die Wellensittiche zum Trinken.
Und so war die Nummer 122 von innen. Ja, das hier ist der Ausblick vom Bett. Bei den Strandbungalows hat jeder eine Schaukel und jedes Häuschen hat auch eine Sitzmöglichkeit mit diesem Ausblick hier. Und der ist wirklich fantastisch. Es gibt natürlich einen Kühlschrank hier unter dem Fernseher. Hinten Ablagefläche, Schrankbereich. Hier gibt es noch eine Regendusche, zwei Waschplätze und Badewanne. Und natürlich gibt es auch eine Toilette. Ja, während Mona sich draußen ausruht, werde ich die Schnorchelsachen für den nächsten Schnorchelgang präparieren. Einfach ein bisschen Zahnpasta nehmen und die Brillengläser einreiben. Kann man ruhig drauf lassen und trocknen lassen. Und sobald man den Schnorchelgang beginnt, dann einfach wieder sauber machen. Das sorgt tatsächlich meiner Meinung nach für eine gute, klare Sicht unter Wasser. Ja, heute gehe ich mal eine ganz, ganz kleine Runde ins Fitnessstudio. Also wirklich Lust habe ich da im Urlaub nicht, aber hier kann man tatsächlich ein bisschen was machen. Hier sind sogar Kurzhanteln bis 25 Kilo, Schrägbänke und auch Multifunktionsgeräte. Also es ist nicht gar nichts da. Ne? So, mal zurück zu Mona. Wir haben ja hier die Strandbungalows, die hier kein Gebüsch davor haben. Also wir finden das ziemlich gut, wie es ist. Und wir würden das auch gerne, würden wir auch nochmal nehmen. Hier kommt halt keine direkte Sonne hin. Mona habe ich schon wieder auf ihrer Schaukel entdeckt. Jetzt habe ich das erste Mal bewusst keine SIM-Karte gekauft, damit die volle Konzentration natürlich nur auf mir liegt. Aber dummerweise ist genau hier auch noch das WLAN sehr, sehr stark. Wenn man sich nicht mit mir beschäftigt, dann suche ich mir eben andere Spielkameraden, die sich über einen toten, fliegenden Fisch an einer Wurzel freuen. Mein Nachbar Marcel und ich hatten einen riesigen Spaß, mit unseren GoPros die Haie zu filmen. Natürlich hat die Sicherheitsbeauftragte, also meine Frau Mona, das Haifüttern verboten. Die Aufnahmen waren es allerdings wert, eine weitere Sicherheitsunterweisung über mich ergehen zu lassen. An Land gibt es auf Angaga noch mehrere hundert wesentlich weniger gefährliche Tiere. Hier auf dem Inselhighway, auf dem sogenannten Birdies Highway, ist auch wieder einiges los. Ja, Mona kontrolliert hier eigentlich jeden Morgen, wie so der Nachwuchs sich entwickelt. Der Kleine hier steht schon den ganzen Tag vorne absprungbereit. Ich gehe echt davon aus, dass der morgen nicht mehr in der Astgabel sitzt. Von hier vom Weg können wir ihn auch noch mal ganz gut sehen. Ich gehe davon aus, dass bald die ersten Flugversuche folgen. Ja, noch werden hier die Jungen gefüttert. Es ist ganz, ganz süß zuzugucken. In der Mittagshitze ideal, schön schattig hier auf dem Weg und hat auch keine Moskitos. Ich glaube, nach 35 Tagen können die Kleinen schon fliegen. Das Geschnatter stoppt aber sofort, sobald die Sonne weg ist. Hier hat man überall so kleine Unterschlüpfe gebaut, also teilweise aus Kokosnüssen, teilweise aus irgendwelchen Holzresten oder Rohren. Und die werden hier gerne als Brutnester benutzt. Deine Freundin ist da, Maus. Gib mal bitte was zu essen. Mona hat eine Futter-, Trink- und Badestation für die Rallen aufgebaut. Die Kleinen sind noch recht ängstlich. Die anderen Tiere auf der Insel müssen allerdings selbst für das Mittagessen sorgen. Die einen suchen Futter, die anderen suchen gleich ein ganzes Haus. Und auch wir sind nach dem Schnorcheln hungrig und auf der Suche nach Nahrung und laufen zum Restaurant. Ja, das ist jetzt hier unser Ausblick beim Mittagessen. Genauso auch beim Frühstück und beim Abendessen. Auf Angaga hat man einen fest zugewiesenen Platz, aber auf Wunsch kann man das sicherlich auch noch mal ändern. Auf Angaga gibt es Frühstück, Mittagessen und Abendessen in Buffetform, aber dort ist ganz sicher für jeden etwas dabei. Das Kuchenbuffet ist natürlich mit den ganzen Desserts der absolute Hammer. Zum Schluss gibt es natürlich auch noch frische Früchte. Eierspeisen werden frisch nach Wunsch zubereitet. Sieht wirklich traumhaft aus. Nach der Verdauungsrunde ruhen wir noch ein paar Minuten, bevor wir nochmal zum Schnorcheln gehen.
kommen wir nun zu deutlich größeren Fischen im Baatoll. Wir wollen heute die Walhai-Tour nicht mit dem Speedboot machen, sondern die vom Hotel organisierte Tour mit dem Doni. Wobei man sagen muss, wenn man zu viert ist, dann kann man sich auch das Speedboot gönnen. Das kostet nämlich unter dem Strich das Gleiche. Recht schnell ist der erste Walhai gefunden und wir springen vor diesen im Durchschnitt bis zu 12 Meter langen Fisch ins Wasser. Unabhängig von unserem Erlebnis mit dem Walhai startet unser Bungalow-Nachbar mit seiner Frau zur Tour mit dem Speedboot und teilt hier gerne seine Erfahrung. Der Ausflug mit dem Speedboot muss allerdings hier direkt über die Tauchschule gebucht werden. Das wird mit Sicherheit ein sensationelles Erlebnis. Hallo, ich bin der Carsten und meine Frau und ich haben den Walhai-Ausflug auf Angaga mit einem Motorboot gebucht. Das heißt, es war eine Privattour für uns beide, die 2 Stunden ging. Der Nachteil, das Ganze kostet 320 US-Dollar. Der Vorteil, dass mit dem Boot schneller an den Plätzen ist, wo sich der Walhai befindet. Die Kapitäne geben sicher per Handy gegenseitig Bescheid, wo der größte Fisch herumschwimmt. Aber der allergrößte Vorteil war, im Gegensatz zu den Donis, er hat sich mit dem Motorboot vor dem Wal gesetzt. Wir konnten ins Wasser und hatten dann den Moment für uns alleine, wo der Wal uns entgegenkam, bis dann die ganze Meute von den Donis hinterher schwamm und wir dann mittendrin waren. Wir sind dann wieder aus dem Wasser, mit dem Motorboot haben uns wieder vor dem Wal gesetzt und hatten dann wieder den Moment für uns alleine mit dem Wal. Insofern würden wir immer das Motorboot empfehlen. Und jetzt würde ich gerne mal vom Dave wissen, wie seine Erfahrung war. Also die Bootsfahrt war cool mit dem Doni. Das war wie eine Nussschale, die ziemlich geschaukelt hat. Aber es war wirklich spaßig. Und der Tauchgang oder der Schnorcheltrip mit dem Walhai war wirklich super. Das war wirklich gigantisch, so einen riesen Fisch unter Wasser zu sehen. Also das ist wirklich atemberaubend. Das kann ich nur jedem empfehlen, der hier auf Angaga ist. Aber meine Empfehlung wäre, wenn schon, würde ich das Speedboot chartern, weil mit dem Doni bist du eher ein bisschen langsam unterwegs. Aber bei uns hat es jetzt gut geklappt. Aber das nächste Mal, wenn wir wieder kommen in einem Jahr, dann chartern wir das Speedboot. Das auf jeden Fall, ja, war super. Danke dir für deine Einschätzung, Dave. Und ja, mit der Nussschale geht es zur All-Inclusive-Schnorcheltour. Wie so oft sind die Tiere leider von mir meistens auf der Flucht. Den Schnorcheltrip sollte man auf jeden Fall machen nach Anmeldung an der Rezeption. Das Riff ist dann doch ein anderes und man sieht auch andere Arten von Fischen. Zurück zur Insel geht es in gut 20 Minuten mit dem von Mona so geliebten Doni. Während meiner Inselrunde schauen wir zunächst in die Premium-Wasserbungalows herein. Die neuen Wasserbungalows wurden Ende 2023 gebaut und es beginnt hier auf der rechten Seite mit der Nummer 194. Dann fallen die Nummern ab und gehen hier so rum zurück bis zu der Nummer 171. Somit sind die am weitesten vom Strand wegstehenden Wasserbungalows hier die 183 und auf der Sonnenaufgangsseite ist es die 182. Nach wie vor ist das eine Barfußinsel. Mittags sind die Stege gut heiß. Man sieht hier, dass die Bungalows auch recht gut Abstand voneinander haben. So ist man doch sehr, sehr privat unterwegs. Und so sieht es von innen aus. Hier sehen wir die neuen Bungalows mit einer Außendusche. Hinten die graue Tür, das ist sozusagen dann der Eingang. Aber man hat auch innen drinnen noch ein neues Bad mit Badewanne, Dusche. Aber das Beste ist natürlich hier das Bett mit genau diesem Ausblick hier. Wirklich absolut fantastisch. Hier mit Blick nach draußen. Gehen wir nochmal raus. Einfach sensationell. Ganz, ganz, ganz traumhaft. Weiter geht's über den heißen Steg zurück zur Insel. In diesen dunklen Töpfen, da ist Wasser drin und ein großer Schöpflöffel. Und damit kann man sich dann die Füße ein bisschen abkühlen. Es gibt auch tatsächlich 2-stöckige Bungalows und oben befindet sich dann das Schlafzimmer.
es Zeit für eine kleine Abkühlung, bevor wir uns die Superior Bungalows anschauen. Ich befinde mich jetzt gerade am Ende des Stegs von den jetzt alten Wasserbungalows. Und das Äußerste auf der Sonnenaufgangsseite hat die Nummer 160 und gegenüber auf der Sonnenuntergangsseite hat die Nummer 161. Mir persönlich haben die alten Wasserbungalows besser gefallen, haben noch wenigstens etwas von einem Malediven-Flair und sind nicht reine Betonbunker. Weiter geht's. Direkt hier nach dem Eingang befindet sich eine kleine Kaffeestation. Links haben wir die Schränke, Ablagebereich, Fernseher, darunter Kühlschrank. Zwischen den beiden Stühlen gibt es eine Glasplatte, kann man bis runter schauen aufs Meer. Das ist abends dann beleuchtet. Hier der Schlafbereich, dann geht es weiter hier ins Bad. Sehr großzügig, sehr hell mit Badewanne, hinten mit Dusche, separatem Ausgang, zwei Waschplätzen. Wirklich wunderschön, aber das wohl Beste ist, wenn man hier morgens wach wird, auf der Sonnenaufgangsseite, zieht die Vorhänge zur Seite und hat dann hier diesen Ausblick mit diesen wahnsinnig genialen Farben. Ist das nicht traumhaft? Hier noch ein Tipp für alle Schnorchler. Eine wirklich schöne Schnorchelrunde ist auch, wenn man hinten ganz am Ende bei den alten Wasserbungalows einsteigt und schwimmt dann hier am Außenriff entlang, hier hinten, wo man im Hintergrund das Boot sieht, und geht dann beim Spa oder am danach folgenden Steg wieder raus. Wirklich hervorragend. Und genau hier brechen wir auf zu unserem zweiten Schnorchelgang am Nachmittag. Neben dem Spa kann man auch sehr gut zurück an den Strand gelangen. Das Einzige, was bei uns mit ins Reisegepäck kommt, das ist natürlich der Riffführer für den Indischen Ozean und noch ein Maledivenreiseführer. Aber das war's auch. Außer Schnorchelmaske und Flossen braucht es auf den Malediven nicht viel an Gepäck. Bei diesem traumhaften Wetter chillt man gerne auch mal auf der Liege oder direkt im Wasser vor dem Bungalow bei kalten Getränken und Kaffee. Oder wir laufen gerne eine weitere Barfußrunde durch den schneeweißen Sand. Und sollte das Wetter mal nicht perfekt sein, dann gibt es immer noch das Spa. Also Mona hat sich noch kurz vorm Sundowner eine Massage hier im Spa bestellt. Vorher gibt es noch einen kleinen Tee. Es beginnt hier mit der Fußmassage, aber ich ziehe mich jetzt mal zurück. Thank you. Ich warte jetzt einfach eine Stunde, gehe an die Bar. Farben sind zwar jetzt schon ein bisschen weg, aber man hat hier wirklich den Blick nach draußen und kann das dann echt entspannt genießen beim Meeresrauschen. Und um 6:30 geht die Sonne unter, da sind wir dann mal wieder, wie immer, an der Sunset Bar. Und hier hinten, das ist die neue Sunset Bar. Wurde auch komplett neu aufgebaut, allerdings sieht sie noch genauso aus wie zuvor, auch mit dem identischen Mobiliar. So, der Herr serviert uns jetzt hier gleich ein frisch gezapftes Bier, das ist hervorragend. Ja, wir erwarten wieder einen gigantischen Sonnenuntergang. Genau hier hinten wird die Sonne untergehen, gegen 18.30 Uhr. Es ist auch ausreichend Platz da für alle, die am Sonnenuntergang interessiert sind. Allerdings, man hätte es schon ein wenig gemütlicher und lounge-mäßiger gestalten können. Abends gibt es noch Programm von lokalen Darbietungen bis hin zum Crab Race. Und Dave, hat es dir hier gefallen? Ich würde sicher wiederkommen. Also die Insel ist für mich wirklich eine super Insel gewesen, wirklich perfekt. Also auch das Essen, die Leute, das Zimmer und die Bungalows, die du reinschauen konntest, die waren wirklich super. Und auch ja, das Hausriff um die Insel war wirklich super. Also ich kann es nur weiterempfehlen. Und ich werde sicher wieder hier erscheinen. Wir würden uns freuen, euch wiederzusehen. Ja, die 14 Tage an Gaga sind schon wieder vorbei. Heute ist der letzte Tag. 14 Tage sind für uns genau richtig. Mona hätte am liebsten noch ein paar Tage drangehängt. Allerdings lag das hier an diesem wunderbaren Beach Bungalow mit der tollen Schaukel. Die konnte man dann mittags sehr gut nutzen, wenn es hier sehr, sehr heiß ist und man eigentlich so ein bisschen schon Schatten braucht. Die ganze Zeit in der Sonne zu liegen, das rächt sich. Hier läuft der eine oder andere wirklich sehr, sehr rot rum und scheint mir zumindest keine Sonnencreme zu benutzen. Das ist wirklich ein Tipp, das sollte man unbedingt machen. Ich nehme immer 50er, man wird trotzdem braun. Und ja, was war jetzt besser? Beachbungalow, Wasserbungalow, das hat alles so seine Vorteile. Bei dem Beachbungalow hatten wir natürlich eine traumhafte Aussicht hier direkt aufs Meer. Hat man bei dem Wasserbungalow auch, aber
Dann hat man halt noch den Strand und vielleicht noch die Palmen, was so ein bisschen zu dem Strandurlaub so dazugehört. Ja, wir hatten hier auch das erste Mal keine SIM-Karte gekauft am Flughafen. Die kostet mittlerweile mindestens 40 Dollar. Aber wir haben gesagt, wir lassen uns drauf ankommen. Entweder reicht das WLAN hier. Hier bei uns in der Ecke hat das hervorragend gereicht. Ansonsten gibt es es im Restaurant und man könnte ja theoretisch auch sonst einfach sich eine eSIM auf sein Handy dazu buchen und dann den Datentarif buchen. Netzabdeckung ist wirklich gigantisch gut, muss man einfach sagen. Also jetzt nicht vom WLAN, sondern halt von den Mobilfunkanbietern. Was haben wir noch? Was sollte man nicht vergessen? Ach so, wo sitzt man am besten? Ja, also auf dem Hinflug, wenn man von Europa kommt, sollte man am besten rechts sitzen. Und wenn man wegfliegt, am besten links. Wenn wir schon beim Flugzeug sind, auf jeden Fall darauf achten, dass man halt einen Transfer hat mit einem Wasserflugzeug. Es ist aktuell gar nicht anders möglich, aber es könnte sich ja theoretisch ändern. Also auf jeden Fall Wasserflugzeug. Dann, ich sagte Europa, ich glaube, da sind mit Sicherheit auch 95% der Besucher hier kommen aus Europa. Ja, dann ist es so, sind auch sehr viele Italiener da. Vielleicht ist das der Grund, warum es auch jeden Tag auf jeden Fall Spaghetti und Tomatensauce gibt. Also wer gar nichts am Buffet findet, kann immer Spaghetti und Tomatensauce essen. Oder wahlweise auch ein Sandwich. Ansonsten gibt es immer Curries und alles mögliche. Beef, Fisch, Veggie, Salatbuffet, Obstbuffet, Eis. Es ist eigentlich für jeden was da. Jetzt habe ich mir tatsächlich noch mal aufgeschrieben. Nicht, dass ich irgendwas vergesse. Dann haben wir Walhai, Doni oder Speedboot. Muss ich sagen, ich habe jetzt beides ausprobiert. Ich würde es wahrscheinlich wieder mit dem Speedboot machen. Bei vier Leuten ist der Preis egal. Ihr habt es gehört vom Dave und vom Carsten. Deren Einschätzung fand ich sehr nett dafür, von den beiden. Was auch noch wirklich super nett ist, das Personal. Hier kann man auch herkommen mit Rollstuhl. Es ist wirklich ebenerdig, man kriegt dann ein Zimmer, wo man wirklich mit dem Rollstuhl hinfahren kann und auch die Treppenabgänge sind ein wenig verengt, dass man sich vielleicht rechts und links dann besser festhalten kann und dann auch mal schwimmen gehen kann. Fand ich ganz, ganz toll. Dann habe ich noch was, was ich mir bei manchen Fluglinien wünschen würde, hat uns diesmal wirklich überzeugt, bei Edelweiss, die verteilen Plastikbeutel. Dort kann man einfach seinen ganzen Müll, den man hier produziert und leider produziert, reinschmeißen und kann den, wenn man wieder zurückfliegt, kann man den bei Edelweiss abgeben. Finde ich eine ganz tolle Sache. Und dann sind wir bei diesem traurigen Thema Abfall. Auf Angaga gibt es immer noch Plastikflaschen. Also immer noch Plastikflaschen für diese großen Wasserflaschen. Das kennen wir tatsächlich anders von anderen Inseln. Dann ist man schon ein Stückchen weiter. Und was gibt es noch zu sagen, was man noch hätte ein bisschen besser machen können, aber das war es dann auch. Hier die ganzen Premium-Wasser-Bungalows, die sind im November 23 neu gebaut worden und auch die Sunset Bar. Aber die Sunset Bar, da hat man dann leider das nicht irgendwie ein bisschen gemütlicher gestaltet. Die Sunset Bar ist insofern eine super Wahl. Also wir hatten jetzt hier keine Probleme mit Moskitos, weil man sieht, es ist hier windig am Strand, das ist ideal. Aber wenn man halt Moskitos haben sollte, dann kann man auf jeden Fall abends sich ganz bequem raussetzen an die Sunset Bar am Ende des Stegs und dann wird man definitiv keine Moskitos haben. Ich denke, das war's abschließend. Auf die Malediven kommen wir auf jeden Fall wieder. Wir schauen mal, wie es 2025 aussieht.